Ihr fragt euch, wo bleibt denn das Bild? Warum wird es dieses Jahr und vermutlich auch das nächste weiterhin keine neue Klasse oder Volk in The Elder Scrolls Online geben? Und warum hat Alexios keine Brille auf? Das und vieles mehr heute hier in diesem Video. In diesem Sinne würde ich sagen, lasst uns loslegen und damit herzlich willkommen zu ESO Weekend. Ja, und ihr fragt euch vielleicht, wo ist denn der Titel eigentlich und wo ist da die komische Schrift in dem Kompass da oben? Ich habe einen neuen PC und die Aufzeichnungen laufen über den neuen PC. Es ist noch nicht ganz alles so fertig, wie ich es gerne haben möchte. Aus irgendeinem Grund funktioniert zum Beispiel die Schriftart noch nicht. Ich weiß noch nicht, wann ich es gefixt habe. Ich versuche es auf jeden Fall so schnell wie möglich zu beheben. Und in diesem Sinne würde ich sagen, lasst uns gar nicht großartig weiter darüber sprechen und gucken wir uns lieber die wöchentlichen News an, denn das können wir unabhängig von der Schriftart, die nicht da ist. In diesem Sinne zur Einstiegsfrage. Was ist eigentlich los? Wo bleibt die nächste Klasse? Wo bleibt das nächste Volk? Ich kriege die Frage immer wieder gestellt und ich antworte auch immer wieder regelmäßig darauf, aber es gibt trotzdem immer wieder Leute, die das nicht nachvollziehen scheinen zu können. Dementsprechend, wenn es in ihr Leute kennt, die diese Frage andauernd stellen, schickt ihnen gerne dieses Video hier. Und ich werde das Video auch in Zukunft öfters mal als Antwort benutzen, denn hier gibt es nochmal eine Antwort von offizieller Seite, denn jetzt spricht Kai Schober, der offizielle Community Manager vom deutschsprachigen Bethesda.de-Team. Zum anderen, vielleicht ein bisschen zum Hintergrund für diejenigen sagen, warum gibt es jetzt im dritten Jahr kein neues Volk, keine neue Klasse, keine neue Waffenlinie, nicht einmal. Das liegt ganz einfach daran, dass wir erst einmal sowohl die Hardware als auch die Software wieder auf Vordermann bringen wollen. Wir hatten ja angekündigt, dass wir die Server ersetzen. Das ist in der Mache. Das hat teilweise schon angefangen, aber durch Lieferverzögerungen ist es letztes Jahr noch nicht abgeschlossen werden, sondern sollte jetzt dieses Jahr endlich zu Ende kommen. Gleichzeitig hat natürlich Matt Farah auch in seinem Brief kurz vor Weihnachten angekündigt, dass wir gerade um das PvP zu verbessern, einen riesigen Schritt wagen, dass wir uns nämlich an den Code heranwagen, der teilweise ja, uralt ist. Also, Entschuldigung. Ich glaube, die Grundzüge davon sind 15 Jahre alt. Und dann wurde immer wieder was draufgesetzt, um eben das PvP-Erlebnis endlich mal zu verbessern. Aber wir haben vieles ausprobiert mit Alles. begrenzten Buffs, mit kleineren Gruppen, mit ohne Champion-Punkte und so weiter und so fort. Manches davon hat ein bisschen was gebracht, aber nichts davon hat die Nadel wirklich so ausschlagen lassen, dass man sagen könnte, das ist der richtige Weg. Deswegen jetzt die Entscheidung, wir setzen auf die Zukunft des Spiels. Wir gehen in den Code hinein und wir schreiben ihn größtenteils um ihn zu vereinfachen. Das bedeutet natürlich zum einen, dass es ein gewaltiges Unterfangen ist. Also Es ich habe ist keine quasi ein neues Ahnung, wie viel Spiel. Code sein Elder Scrolls Online hat, aber ich kann euch sagen, es ist ein Riesenspiel. Das seht ihr allein schon auf euren Festplatten. Und das ist nur der Client, nicht der Server. Und so ein Unterfangen fasst dann natürlich auch alle Bereiche an. Das heißt, jetzt ein neues Volk einzuführen oder eine neue Klasse, während wir gleichzeitig am Kampfsystem rumwursteln, wäre nicht die schlauste Idee. Deswegen kommt mit dem Kartensystem sozusagen ein System, das außerhalb des grundlegenden Codes ist, das euch in eine andere Welt führt, nämlich in das Kartenspiel hinein. Und das mit den Kampfmechaniken und so weiter überhaupt nichts zu tun hat, dass wir also gefahrlos aufsetzen können. So. Und solch ein Kartenspiel war übrigens schon seit der Beta von Elder Scrolls Online 2012 bis 2014 geplant. Das hat das allerdings nie ins Spiel geschafft. Das ist also jetzt nichts komplett Neues, was die Entwickler aus dem Hut zaubern. Ja, also an dieser Stelle hier, ich denke, das ist ein sehr wichtiger Text gewesen. Es war vielleicht etwas langatmig jetzt. Übrigens, falls die Musik noch zu laut sein sollte, ich überprüfe das alles noch. Könnte sein, dass da muss ich nochmal ran, eventuell.
Nur so als Info für euch. Schreibt mir gerne Feedback dazu in die Kommentare, ob das so passt oder nicht. Ich höre es mir auch selber nochmal an. Also ich fand es super gut, wie Kai das hier formuliert hat. Es war nicht zurückhaltend. Er hat alles gesagt, was gesagt werden musste und sollte. Das heißt also an dieser Stelle hier, wie gesagt, ich fand, das war eine perfekte Antwort. Ich weiß nicht, ob er es sich vorgeschrieben hat, aber es war komplett on point. Und es hat, glaube ich, vieles beantwortet, was der ein oder andere irgendwie nicht ganz nachvollziehen kann oder die ein oder andere Person doch immer mal wieder die Frage aufwirft. Das ist die Antwort auf das meiste davon. So, das war jetzt sehr langatmig zu diesem Teil, deswegen gehen wir doch zum nächsten über. Und zwar ist der öffentliche Testserver gestartet. Es gibt dieses Wochenende auch Twitch-Drops. Ihr könnt diese Twitch-Drops erhalten, indem ihr zum Beispiel heute gerne vorbeischaut auf twitch.tv/alexos, AlexOS, einfach alles zusammen kleingeschrieben. Guckt gerne vorbei. Ich bin vermutlich direkt nach diesem Video online gegen 18 Uhr. Morgen am Sonntag um 18 Uhr übrigens auch. Wir werden uns gemeinsam Sachen auf den Testserver anschauen und unter anderem natürlich auch generell ein bisschen auf dem Live-Server unterwegs sein. Falls ihr selber auf dem PC spielt und dort euch auch mal den Testserver anschauen wollt, könnt ihr das einfach, indem ihr in eurem Launcher auf das Zahnrädchen klickt und den Haken bei öffentlicher Testserver setzt. Und schon müsst ihr das Spiel noch ein zweites Mal runterladen, ne? Also wer quasi eh so zocken möchte auf den Testserver, der muss sich quasi den Testserver als zweite Spielkopie runterladen. Wisst ihr Bescheid. Des Weiteren gibt es sehr offene Kommunikation. Also ich bin ehrlich gesagt absolut baff. Erstmal dieses krasse Statement von Kai. Was heißt krass? Ich meine, eigentlich haben sie es die ganze Zeit schon so gesagt, aber so ausformuliert und so ausführlich Zeit genommen, um das verbal mal rüberzubringen, hat sich, glaube ich, noch kaum jemand, zumindest nicht im offiziellen Bethesda-Stream, im Bethesda.de-Stream, ist es ja nun passiert. Und deswegen finde ich sehr, sehr gut. Was ich auch sehr gut finde, ist die Kommunikation rund um ein Thema, was aktuell sehr viele beschäftigt, und zwar die sogenannte Hybridisierung, die weiterhin auf den Testserver Einzug hält. Und da gab es sehr viel Feedback, deswegen hier ein kleines Statement, was mitten in der Nacht von Gilliam veröffentlicht wurde, auch auf Deutsch, übrigens gleichzeitig auch auf Englisch, wunderbar. Leider nicht auf der offiziellen Seite, aber im offiziellen Forum, deswegen möchte ich es natürlich wie immer an euch herantragen. Also, von Gilliam, dem Combat-Team unter anderem da eine führende Figur. Grüße miteinander. Wir haben eure Rückmeldung und Diskussion rund um die Vorschau zum Kampfsystem zum Update 3.3 genau im Auge behalten und uns einige wiederholt auftretende Dinge notiert, für die wir uns etwas Zeit nehmen wollen, um sie anzusprechen, insbesondere in Bezug auf die Hybridisierung. Um nochmal unser Ziel zu umreißen. Wir möchten für weniger Restriktionen sorgen, wenn es darum geht, Klassenfertigkeiten oder andere Fertigkeiten einzusetzen, damit ihr Fertigkeiten nach euren Wünschen kombinieren könnt und nicht nur basierend auf eurem gewählten Attribut. Allerdings glauben wir weiterhin daran, dass Attribute eine wichtige Rolle dabei spielen sollten, die Effektivität von Fertigkeiten zu beeinflussen oder wie eure Zusammenstellung im Spiel zu tragen kommt. In Anbetracht der schieren Anzahl an Fertigkeiten im Spiel kamen wir zum Schluss, dass das bisherige System mit Magie gegen Waffenkraft, kritische Magie und Waffentreffer und den unterschiedlichen Resistenzen eines der Kernmantren des Spiels mehr oder minder absolut behindert. Spiel so, wie ihr es wollt. Das ist das Mantra. Also, spiel so, wie ihr es wollt. Das ist schlechthin von allen Elder Scrolls Spielen das, was sich durch alle Spiele hinwegzieht. Das ist die Idee des Kampfsystems. Spiel, wie ihr es wollt. Bei anderen Attributen, beispielsweise Leben, Magie und Ausdauer und der zugehörigen Regeneration, haben wir unserem Gefühl nach sehr viel Spielraum, um Begrenzungen bei Fertigkeiten umzusetzen, um daraus eine gewisse Identität für eine Zusammenstellung zu entwickeln, anstatt zusätzlich die Stärke dieser Fertigkeiten einschränken zu müssen. Eines unserer größten Bedenken hierbei wäre, wie die Klassen zukünftig ihre Identität wahren, wenn alles dynamisch skaliert. Unsere Bemühungen, derlei Strafen und Einschränkungen abzuschwächen, bringen immer auch einen gewissen Hauch von Homogenisierung mit sich. Übrigens, die Person, die sich hier Zeit genommen hat, das zu übersetzen, Props gehen raus, wirklich sehr viel Mühe reingesteckt. Wodurch sich die Dinge ähnlich anfühlen können. Es ist nie unser Ziel, bewusst starken Identitäten
zu Schaden. Wir versuchen sowas so gut wie möglich zu vermeiden. So. Und so weiter und so fort. Jetzt kommen hier ein paar Beispiele in diesem Zusammenhang, die ich jetzt hier an der Stelle überspringe, weil die sind an dieser Stelle halt sehr relativ spezifisch und ich denke mal nicht für alle interessant. Wir sind uns natürlich bewusst, dass immer eine Variante vorne liegen wird bei den ganzen Fertigkeiten, die es so gibt, wenn jemand wirklich alles an Effektivität aus einer Zusammenstellung herausholen möchte. Das akzeptieren wir auch, solange diese Wahl am Ende nicht in so gut wie jeder Situation vorn liegt. Das heißt also, es muss immer eine Meta geben, es wird immer etwas geben, was minimal besser ist als alles andere, aber es muss Alternativen geben, die fast an das herankommen, was die Meta schafft. Wenn nicht sogar vergleichbar stark sind oder in manchen Situationen ist das eine besser, in anderen Situationen das andere. Das ist das Ziel von Zenimax. Entweder man ist konträr mit diesem Ziel und befürwortet das oder man tut es nicht. Ganz einfach, aber man muss es akzeptieren. Finde ich auch absolut richtig. Und ich finde die Kommunikation, die hier wieder zu tragen kommt, einfach nur top. Auf Deutsch übersetzt, gut übersetzt, nicht mit einem Übersetzer-Tool oder irgendwie was. Und offen und ehrlich gesagt, hey Leute, wir wollen euch nochmal daran erinnern, das sind unsere Ziele. Wir wissen, ne, das fühlt sich eventuell dann ähnlich an, dessen sind wir uns bewusst, aber mit der und der Sache werden wir nach wie vor dafür sorgen, dass es da Unterschiede gibt und eine Identität. Ein weiterer Punkt, zu dem wir so einiges an Rückmeldungen gehört haben, ist die Diversität bei Veränderungen, wie sich die Hybridisierung auf eure Vorlieben bei der Wahl von Veränderungen auswirkt. Bisher waren die Wahlmöglichkeiten hier viel eindeutiger. Wenn eine Veränderung geänderte Kosten bedeutet, dann bedeutet dies in der Regel auch geänderte Skalierung. So ergab sich relativ binäre Auswahl, je nachdem welche Option man benutzt hat. Also je nachdem, ob man Maika oder Auster gespielt hat. Also binär heißt, dass man quasi immer die gleichen Wege gespielt hat, je nachdem, ob man halt eben die eine Richtung eingeschlagen hat, Ausdauer, oder die andere Richtung, Magicka. Die Stärke von Fertigkeiten basiert nun viel weniger darauf, welches Attribut ihr bevorzugt. Es geht vielmehr um die Kosten und was Fertigkeiten euch funktionell bringen. Das ist eine umfassende Verbesserung im Vergleich zu den vielen bisher binären Wahlmöglichkeiten. Also, statt zu sagen, du musst dich zwischen A oder B entscheiden, wird jetzt gesagt, hey, yo, A oder B bringt dir den und den Vorteil und den Nachteil und entscheide dich. Ne? Aber du kannst beides prinzipiell nutzen. Du musst nicht unbedingt A oder B nehmen, du kannst A nehmen, in der nächsten Sekunde B und umgekehrt. Darum geht es letzten Endes. Wahlmöglichkeiten, bei denen ihr nicht wirklich zwei Optionen hattet, wenn euch eure Zusammenstellung, Maika oder Ausdauer, die gibt es jetzt quasi nicht mehr. Man kann also jetzt an der Stelle quasi, ja, wie gesagt, jeden Weg einschlagen und jeden Weg spielen. Weil wir wissen, dass es weiterhin Veränderungen gibt, bei denen die eine Option einfach nicht gegen die andere Wahlmöglichkeit ankommt. Und hierzu sei noch zu sagen, dass abhängig von eurer Spezialisierung und eurem Spielstil viele Veränderungen weiterhin sehr stark kontextbezogen bleiben. Also, was spielt ihr? Seid ihr DD, Heiler, Schadensausteiler und so weiter und so fort. Während dieses Updates einen Großteil unserer Arbeit an der Hybridisierung abschließen wird, okay, alles klar, abgesehen von den noch andauernden Anpassungen an Verbrauchsgegenständen, die wir im ursprünglichen Beitrag erwähnten, wissen wir auch, dass dies weiterhin Auswirkungen auf das Spiel haben wird. Da werden wir natürlich weiterhin auf dies achten und falls nötig, wird entsprechend agiert. Danke für eure Zeit und wir hoffen und so weiter und so fort. Sehr cool, dass sie diesen Einblick gegeben haben und ich wollte ihn euch deswegen nicht vorenthalten an dieser Stelle hier, weil ich ihn sehr wichtig fand. Was vielleicht nicht ganz so wichtig ist, sind die Kronenshop-Inhalte, durch die ich mal schnell durchscrollen möchte. Es gibt wieder eine kostenlose Statue, es gibt einen neuen Skin, der sieht tatsächlich ganz nice aus, wie ich finde. Ansonsten kommen ein paar Sachen wieder in den Shop, die jetzt schon älter sind. Die gab es größtenteils schon mal, größtenteils wohlgemerkt. Ein paar Sachen, die seit längerer Zeit aus dem Shop rausgenommen wurden. Jetzt nichts wirklich krass Neues. Die Sovngarde-Kronkisten kommen wieder. Das ist ganz nice, weil die Reittiere da drin auch ziemlich cool aussahen. Die sprechende Abnotan Statuette, was ist das? Büste, wollte ich sagen, kommt wieder. Das sind beide sehr coole Häuser, die kommen auch wieder. Nice, nice. So sieht's aus. Das sind so die Inhalte, die wir jetzt so erwarten können während des Februars. Wollte ich mit euch mal kurz drüber scrollen an dieser Stelle hier. Und ich würde sagen, jetzt wechseln wir doch mal ins Spiel und gucken uns das da mal ein bisschen genauer an. So, angekommen im Spiel,
Schauen wir mal, was gibt es denn bei der goldenen Händlerin. Und da gibt es heute Barlog. Barlog prinzipiell, PvP, super, super strong. PvE nicht ganz so interessant, aber auch nicht uninteressant. Valkyrien Scoria, vor allem der erste Set-Gegenstand, unglaublich strong für Ausdauernd, Marika, PvP und PvE sehr, sehr gut. Für Marika Schadensausteiler in organisierten PvE-Gruppen nicht so interessant, für alles andere nicht genannte auf jeden Fall. Auch der Zweier-Bonus nicht zu unterschätzen. Schmuggler, absoluter Quatsch. Flankierer, auch nicht so interessant. Zen, sehr gutes Support-Set für einen Templar, also muss nicht Templar sein, für einen Heiler, der hauptsächlich auch noch Schaden macht und nicht nur heilt, also so eine Art Support-Heiler in Raids, sehr, sehr geil. Zahnreihe, von vielen als ziemlich gut eingestuft aufgrund einer Verwechslung bzw. aufgrund einer Widersprüchlichkeit. Dieses Set hier ist nicht stärker als Leviathan oder Muttertränen, welche euch ebenfalls ganz viel kritische Wahrscheinlichkeit geben, weil ihr bekommt hier einen Effekt mit einem Namen, nämlich größere Wildheit und so weiter und so fort. Und der Nachteil daran ist, diesen Effekt könnt ihr bereits über Tränke erhalten. PvE oder PvP-Tränke, je nachdem, was ihr nehmt. Und ihr kriegt immer nur einmal diesen Effekt, denn er hat einen Namen. Das heißt also, wenn ihr einen permanenten Effekt habt, dann ist klar, ist der permanente Effekt die ganze Zeit an. Wenn man aber Tränke regelmäßig trinkt, dann hat man den Effekt auch. Was ist jetzt besser? Ein 5er-Set aufgeben, dafür dann einen Trank schlucken oder ein ganzes 5er-Set nutzen, anstatt Tränke zu nutzen. Die Tränke sind vermutlich besser. Des Weiteren kann man es auch über andere Wege bekommen, wie zum Beispiel Kriegergilde, getarnter Jäger oder Magiergilde, Magiergilde Licht. Dementsprechend absolut nicht zu empfehlen. Bitte spielt das nicht, genauso wie Schatzjäger, nichts anderes und so weiter und so fort. Kann ich nicht empfehlen. Sind definitiv schwächer als Versteinerner Blick, Sorgwin, Muttertränen, Leviathan etc. etc. Jetzt machen wir uns auf den Weg zum Luxusausstatter und schauen uns mal an, was der so im Angebot hat dieses Wochenende. Ich denke, das ist auch für die meisten von uns ganz interessant. Deswegen, lasst uns einmal nach Kalthafen teleportieren und zwar hierhin. Schwuppdiwupp. Ja, gibt sonst noch irgendwelche News nebenbei runterzuflattern? Ja, wie gesagt, neuer PC. Ich teste aktuell wieder auf einem PC zu arbeiten. In der Vergangenheit habe ich mit einem PC zum Zocken, also der das Spiel berechnet, gearbeitet und einem zweiten PC, der das Bild für euch berechnet, sowohl auf YouTube als auch auf Twitch. Inzwischen sind die technischen Möglichkeiten ganz andere als vor 3-4 Jahren. Dementsprechend teste ich aktuell, wie es denn so ist, wieder alles auf einem System zu machen, weil das vor allem Audio und Kabel einfacher macht und reduziert. Dementsprechend, ja, das aktuell, also das, wo ich dran sitze. Ihr werdet von den Verbesserungen wahrscheinlich nicht so viel merken, außer vielleicht, ihr schaut den Stream. Ja, und es gibt Hochzeitssachen jede Menge. Die sind auch immer gut was wert. Also vor allem die blauen Blumen, die gehen immer für gut Gold weg. Die Holzspaliere sind auch ganz nice. Das ist neu. Die beiden sind neu. Ich weiß nicht, was die mit der Hochzeit zu tun haben. Ach nee, die ist alt. Das ist neu. Ja, das ist auf jeden Fall neu. Bei dem bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das ist auch neu. Die anderen Sachen hatten wir alle schon mal. Genau. Das sind so die Sachen, die es aktuell beim Luxusausstatter gibt. In diesem Sinne, vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich bin sehr gespannt, ob jetzt hier in der Endcard Namen stehen. Nein, stehen sie nicht. Ich kümmere mich darum, das zu fixen mit dem Schriftgedöns. Und wir sehen uns dann hoffentlich bald wieder. In diesem Sinne, Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video. Euer Lexus. Haut rein.